Wer hat den Islam nach Medina gebracht? Natürlich der Prophet ist Salam zum Indirekt. Wer? Musa ibn Umair. Viele von euch wissen das vielleicht. Der Prophet hat Musa ibn Umair nach Medina geschickt. Warum? Weil Musa ibn Umair äh, wusste zur damaligen Zeit alle Verse vom Koran und hatte großes Wissen von der Religion. War ein junger Mensch gewesen, der auch in der Lage gewesen ist, ja, der auch in der Lage gewesen ist, diese Strapazen mit der Reise und so weiter auf sich zu Musab ibn Umair war sehr jung gewesen. Aber ist Musab ibn mehr dahingegangen, radiallahu anhu, und hat in einem Vakuum gelebt? Ganz ehrlich von euch, wer von euch kannte Musab ibn Umair? Okay. Wer kennt denjenigen, der Musab ibn Umair bei der Dauer geholfen hat? Und ich garantiere euch: 99% der Muslime in Deutschland wissen nicht, wer das ist. Asad ibn Sorara. Asad ibn Sorara, radiallahu anhu, ist mit ihm von Tür zu Tür gegangen, von Viertel zu Viertel. Aber den kennt keiner. Der ist auch nicht bekannt für Wissen oder für Hadith oder für irgendwas. Der ist nicht bekannt. Aber der war der, der den unterstützt hat. So gab es immer Leute, die den Propheten, a.s.a., unterstützt haben. Wahrscheinlich die meisten von euch kennen mich, meine Vorträge. Okay, wie heißt derjenige, der meine Videos schneidet? Kennt ihr nicht? Wie heißt derjenige, der hier in der Moschee dieses und jenes die Videos schneidet, klärt und so weiter? Das heißt, es gibt so viele Aufgaben, die man machen muss. Es ist nicht nur die Aufgabe, vorne zu reden. Der Prophet a.s. war ein Genie darin, jedem seine Aufgabe zu geben. Zaid ibn Thabit war ein Jugendlicher, bei einer Schlacht wollte er mit rausgehen, der Prophet hat ihn zurückgeschickt und hat gesagt, lerne Hebräisch. Überleg mal, lerne Hebräisch. Was gibt es Besseres, als mit dem Propheten zum raus in den Dschihad zu gehen? Da weißt du 100%, du bist auf der richtigen Seite, nicht in irgendeiner äh, Terrorfraktion von Leuten, die Unschuldige töten, du bist mit dem Propheten wie oft wird der Dschihad als huldvolle Tat im Koran erwähnt? Natürlich, wenn er richtig geführt wird, nicht wenn er irgendwelche unschuldigen Menschen umgebracht werden. Der Prophet schickt Sedeb und Fäbe zurück, obwohl er mit dem Propheten in Dschihad gehen wollte. Warum? Weil er nützlicher war mit seiner Intelligenz, indem er Hebräisch lernt und sie dadurch wissen, was die Juden untereinander im Schilde führen, die in Medina gelebt haben. Er hatte dadurch einen größeren Nutzen. Das war seine Aufgabe. Und so hat heutzutage jeder seine Aufgabe. Ja. Ja.